machst du hier für einen Alarm? Oh, Montag. Ist Montag nicht toll? Und nicht nur, weil ich heute frei habe, Urlaub habe und in der Uckermark, sondern einfach schon deswegen, weil Montag ist. Aber ich erzähle auch nichts Neues. Heute ist durchwachsen, bewölkt, windig, teilweise doch ein bisschen frisch. Aber es ist ganz angenehm nach gestern. Gestern war echt extrem warm. Ich spiele ein bisschen mit dem Hund. Ich habe gerade Vlog 293 bearbeitet und ich habe nur mein MacBook Pro mit bei, und für alle, die sich auskennen, ist MacBook Pro Ende 2011, also doch schon ein bisschen älter, und ihr wisst doch, die hier schon länger folgen, wissen auch, dass der für Videoschneiden inzwischen echt schon lahm ist. Ich würde eigentlich ganz gerne mal eine SSD da einbauen lassen, weil das Laufwerk, was da drin ist, brauche ich eh nicht. Wäre endlich mal ganz spannend zu sehen. Aber wenn jemand eine SSD abzugeben hat oder so, die in MacBook Pro Ende 2011 reinpasst, dann immer her damit. Testet es auch gerne, wenn mir das immer sponsern will oder so. Nee, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen lahm und ich habe echt den ganzen Vormittag dran gesessen. Ich habe zwischendurch immer mal Pause gemacht und bin jetzt echt ruhig angegangen, also habe mich da jetzt nicht reingehangen und fertig, sondern habe zwischendurch in Ruhe Frühstück gegessen, habe dann zwischendurch einen Kaffee getrunken. Zwischendurch mit dem Hund gespielt und naja, aber trotzdem, er ist schon langsam. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Vor allem anstrengend ist, weil ich keine Kopfhörer mehr habe. Ich habe ja sonst immer die Kopfhörer oder das Headset von meinem iPhone da reingeklemmt, und das hat ja letztens irgendwie den Geist aufgegeben, den Teil. Und jetzt habe ich gar kein Headset mehr. Und deswegen ist es auch ein bisschen anstrengend oder ein bisschen nervig. Gut, aber auch nur, ich will nicht rumjammern. Aber trotzdem, wenn jemand eine SSD abzugeben hat oder ich das mal irgendwie testen soll oder so, nur her damit, schicken. Ich erwähne euch auch schön im Blog und so. Und ja. Wo hast du denn den Ball wieder? Im Teich geschubst, wa? Mal die Süßen an. So scharf. Oh, geil. So ein Kneifer. Oh, die schmecken schon. Bisschen sauer sind manche. Aber. Schon geil. Bloß nicht zu viel von essen, kriegt gerade hier Bauchschmerzen. Oh, guck mal, wie cool die Wolken aussehen. Das sieht schon so ein bisschen spektakulär aus. So, ich fahre jetzt mit Mona nach Templin zur Grinsekatze. Kennt ihr ja schon vom Vlog hier? Nur hell. Ja. Sehr süß. Wie heißt das? Oh, Burma kerrane tatlısı. Ahmet tam bunun adına ne diyorlardı burada? Und wie sagt ihr? Türkisch sagen wir auch Tatle. Tatle? Ah, okay. Tatle. Sehr süß. Aber lecker. Danke. Tschüss. Also, wir haben gerade
Was haben wir geholt? Falafeldöner. Falafeldöner. Falafeldöner geholt. Hier ist die Grinsekatze, zeigt man gar nicht ab im Video, siehst du? Wir haben gerade Falafeldöner gehabt, jetzt essen wir noch was. Weil wir quatschen schon seit... Wie immer. Stunden. Aber es ist immer wieder... Heute im Trialog. Genau, meine Schwester ist ja mitgekommen. Aber es ist immer produktiv, trotz allem. Nee. Mir fehlte gerade das richtige Wort. Lassen wir es. Mein Herrn hat der schwerste. So, wieder in Wilmersdorf. Ein Auto wird gerade eingeparkt von meiner Schwester. Doch sehr spät geworden, sehr wenig Aufwendung. Tut mir leid, aber wäre irgendwie unpassend gewesen. Fand ich so. Hat irgendwie keine Lust, viel aufzunehmen. Jetzt ist es dunkel. Was ist hier los? Wer hat mir begrüßt von meinem Hund? Schlaf mit dir. Tja, mein Vlog ist hochgeladen. Kann ich jetzt auf veröffentlichen klicken, wa? Kann ich jetzt auf veröffentlichen klicken?